Hallo und herzlich willkommen. Howdy, Partners, and welcome back to the Snow Map. Dobry dien, Drusia. Здравствуйте. Hallo, meine Lieben, zu dieser Weihnachtsfolge. Ja, so ein bisschen Jahresabschluss machen wir jetzt mal zusammen. Und da habe ich mir so ein paar Themen ausgedacht, über die ich mal mit euch sprechen möchte, während ich hier in meinem Weihnachtsschlitten sitze, ne, und ja, auch noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch dabei habt, ne? Dieses Jahr war verrückt, sage ich euch ganz ehrlich. Also nicht nur wegen Corona, da möchte ich gar nicht drüber sprechen. Ne? Ich kann da nur sagen, bleibt alle anständig und sauber, aber über Corona an sich möchte ich gar nicht sprechen. Das ist, da weiß schon jeder was zu und da brauche ich auch nichts zu sagen, ne? Das Jahr aber in diesem Kanal war auch verrückt, was hier alles passiert ist und was wir alles erlebt haben, ne? Also der letzte Weihnachtsrückblick, ich habe mir den nochmal angeguckt. Mein Gott, was haben wir alles dann gemacht in dem Jahr? Also die ganzen Projekte, die mit den Real Seniors gelaufen sind. Und übrigens als erstes mal vielen Dank an der Stelle an die Senioren, ne? Ihr macht das so cool, dass das im Team Spaß macht, dass wir Freude haben an den Multiplayer-Projekten, dass wir auch immer wieder neue Sachen haben und ihr kommt mit neuen Ideen auf mich zu und da möchte ich mich persönlich auch mal bei euch bedanken, ne? Das sind Willi, Mike und Sebastian, natürlich Detlef, die beiden, die auch schon urlange da sind, Thomas natürlich, ganz lange dabei, Heiner, Dieter, Patrick, Sven, Marco, Marc, Tom, die Rosi ist jetzt ganz frisch dazugekommen und ich kann einfach nur sagen, es macht urviel Spaß mit euch. Marcel habe ich noch vergessen, ne? Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Versuche die gerade so ein bisschen aus dem Kopf zusammen zu bringen und das macht einfach urviel Spaß mit den Leuten zusammen zu spielen. Die haben ja, irgendwie haben wir dieses passende Alter. Ne? Wir haben ja das mit dem 40 plus und das passt dann ganz gut. Was wir nicht alles gemacht haben. Also wir haben ja, ich glaube, was haben wir dieses Jahr alles gemacht? Haben wir Hasefeld noch gespielt? Auf jeden Fall haben wir Ellerbach angefangen. Dann haben wir ganz, ganz viel Kandelin jetzt gespielt. Ne? Wir haben verschiedene Vorstellungen zusammen gemacht. Jetzt mit dem Patrick habe ich die Rasved angefangen und die Charwell spielen wir gerade im Montagsstream. Ja, das ist so der, also das ist eigentlich die Basis, Dreh- und Angelpunkt, ne, von dem Kanal, ist auch immer wieder das Spiel mit den Senioren. Dann ist dieses Jahr tatsächlich noch ein Projekt dazugekommen, das nennt sich Real Senior Modding, hat sich aus sich rausgegründet, also ich habe es ein bisschen angestoßen, weil da halt viele Interessenten waren, die auch gesagt haben, wir wollen irgendwie, haben wir was zum Modding und auch irgendwie dabei hatten kein Zuhause, sage ich mal in Anführungszeichen. Deswegen gibt es jetzt das Real Senior Modding bei uns im Kanal oder bei uns im Discord. Und da möchte ich mal eben hier zu den Weihnachtstrucks. Ich habe sie natürlich auch in diesem Jahr wieder dabei, ne? Dieses Mal eben mit Schnee über die Erlengrad. Mit diesen schönen Bildern hier von den Trucks. Was haben wir noch? Also die ganzen Modding-Teams, auch die mit uns befreundet sind, ne? Die bei uns mit uns Partner sind, die bei uns Partner sind, bei denen ich Partner bin, die mir ihre Mods auch teilweise frühzeitig zur Verfügung stellen, um zu zeigen. Da fällt mir natürlich jetzt erst das Hot-Team ein. Wir machen ganz, ganz viel zusammen. Mit dem Andreas und den Jungs vom Hot-Team, auch ganz liebe Menschen, die einfach immer ein offenes Ohr für Sachen haben. Dann natürlich Alice Mapping Team, ne? Falk und Steffi, die auch immer wieder da sind, Niki und Stefan. Cool, dass die Leute alle so mitmachen und irgendwie da Spaß dran haben. Die coole Karten, die dabei rausgekommen sind. Dann, hier Chris, CJ Farming. Chris hat mich ja schon, der hat ja schon mit mir gestreamt. Da, das ganz zu Anfang, ne? Da haben wir von der Hofbrunn gespielt damals und trotzdem, Chris macht immer wieder auch coole Sachen. Dann natürlich nicht zu vergessen auch die LS Mod Company, auch wenn es da ein bisschen ruhiger geworden ist, aber die machen trotzdem auch immer noch coole Sachen, da kommen Sachen bei rum und es freut mich sehr, dass ich da immer noch Partner bin und Teil dessen.
Dann haben wir das ein junges Team, Alice Home Modding. Die Jungs, die mir übrigens auch hier den Schlitten fertig gemacht haben. Vielen Dank dafür nochmal an der Stelle. Die übrigens eine ganz witzige Nummer. Moment. Der Rudolf, die Nase leuchtet tatsächlich rot. Ja, Scheinwerfer sind an, ne? Und der bringt übrigens auch dieses Zischen von den Rentieren mit, also dieses Jingle. Dann kann ich mich auch, wie gesagt, nochmal bei euch bedanken, ne, für den Support von den ganzen Projekten. Jetzt gerade läuft tatsächlich dieses 10 Tage Dauerstream, dieses automatisierte. Und da macht ihr so toll mit, da habt ihr Ideen, ihr bringt Sachen vor, was beim nächsten Mal, ihr seid schon beim nächsten Mal, also ich bin gerade dabei, dieses Projekt irgendwie durchzuführen und zu beobachten und hoffe, dass es einfach gut läuft und finde aber klasse, wie ihr da mitmacht, wie ihr da mitfeiert und da auch aufpasst und Ideen reinbringt, das ist einfach wirklich schön. Und ja, auch, dass dann auf einmal Twitch so durch die Decke geht. Also, liebe Leute, wir haben in diesem Projekt Zuschauerzahlen, die sind jenseits wirklich, ist unglaublich. Ich kann es nur noch mal sagen. Zwischendurch haben einige gesagt, das ist nicht zu fassen. So viele sind nicht dabei, wenn ich live davor sitze. Und ja, das ist so ein Kaminfeuerprojekt irgendwie, ne? Da kann man schön zusammensitzen. Der Chat ist schön, die macht einfach toll mit. Meine Moderatoren natürlich auch da nochmal. Vielen Dank an alle Moderatoren. Alle Senioren bei mir sind Moderatoren auch. Und trotzdem natürlich sind auch ein paar dabei. Der Markus zum Beispiel natürlich. Ja, Simone. Wer kennt Simone nicht? Muss man auch mal sagen. Vielen, vielen Dank an der Stelle in diesem Jahr auch für eure tolle Arbeit. Switty macht das klasse. Also wie ihr da mitmacht und dabei seid. Ganz, ganz coole Nummer. Die, ich weiß, ich habe auf jeden Fall heute Abend jemanden vergessen, ne? Wenn ich das jetzt so rückblickend zeige und davon erzähle, dann ist es auf jeden Fall so, dass irgendjemand fehlt. Ja, es ist, wie gesagt, ich kann da überhaupt gar nicht viel zu sagen. Wir haben auch viel ausprobiert, ne? Sondern ein großes Projekt habe ich natürlich noch nicht genannt. Das ist der Feldversuch. Das hat mich ja geadelt, muss man ja wirklich sagen. Also ohne Quatsch, ich wurde von Werner Bernie Gamers eingeladen, an diesem Projekt mitzumachen, wo die großen Streamer mit dabei waren, wo Ansgar, Randy, Prodi, der Lizardhan mitgespielt haben, wo Werner selber mitgespielt hat. Stefan, ne, Hanulmer spielt immer noch mit. Wir machen das ja mit auf der R gerade und es wird das tatsächlich auch weitergeben. Feldversuch 1 war schon erfolgreich, Feldversuch 2 auf der Ellerbach ein bisschen schneller zu Ende als gedacht. Feldversuch 3 wird mit neuen Ideen daherkommen. Es wird den, soweit ich informiert bin, fangen wir im Januar noch wieder damit an. Also da dürft ihr auch gespannt sein. Und das ist einfach eine coole Nummer. Der Werner, ein ganz urlieber und gelassener Kerl, der bringt. Der ist ja auch noch gar nicht, ja, wir witzeln immer, dass er so alt ist, aber so alt wie ich ist er auf jeden Fall noch nicht. Er noch ein junger Vertreter und dafür bringt er so viel Gelassenheit und entspannte damit, das ist echt cool. Randy habe ich tatsächlich auch erst in dem Projekt kennengelernt, auch der, der hat halt wirklich eine andere, ja, ich will nicht sagen eine andere Art, aber ich finde manchmal, tut man ihm mit manchen Sachen Unrecht, ne? Also der ist hilfsbereit, der macht alles mit, der kümmert sich um Sachen und ja, überhaupt nicht unemotional, im Gegenteil. Also dies, wenn man das sagt, das macht er natürlich für die Mod-Vorstellung, aber ich muss ja Abfahrer eben hier entlassen. Aber das hat nichts damit zu tun, wie der grundsätzlich mit anderen Menschen umgeht. Also wir sind durchaus sehr emotional und auch witzig. Also es macht richtig Spaß mit den Jungs. Auch einfach manchmal diese Frotzeleien mit dem Ansgar und ja, macht einfach Spaß. Stefan, einfach ein witziger Typ, als wir sind zusammen nach Erlangen gefahren
und haben wirklich auch Spaß da gehabt. Auch das war eine coole Nummer in diesem Jahr. Ne? Wir sind in Erlangen gewesen und durften dann im Sommer tatsächlich dieses alpine DLC hier aufnehmen, durften Exklusivaufnahmen da machen, die ich muss mal eben hier den schneller fahren lassen, durften da Exklusivaufnahmen machen. Hammer, da war der Prodi dabei, haben wir abends zusammengesessen und einfach über das, über den Farming-Simulator gesprochen, über Streaming-Themen, über diese ganze Welt. Und ich finde, genau das zeigt auch dieses Projekt und dieses Miteinander, was wir da haben. Und das, wie gesagt, wir haben so eine Gruppe, in der wir uns auch gegenseitig helfen und Fragen beantworten. Und der Ansgar kommt da schon mal rein. Ich brauche ganz dringend jemand für eine Aufnahme für Pharmatown. Und dann stehen Leute auch direkt parat und machen das damit. Das ist schon auch. Ja, das. Da ist nichts von, ich gönne dir das nicht oder wir machen das nicht zusammen oder, ey, ich brauche aber die Aufrufe oder sowas. Das macht einfach die Freude daran auch aus. Ne? Und das habe ich ja auch bei euch festgestellt, bei euch, liebe Zuschauer, dass auch genau das ist, was ihr sehen wollt. Ne? Hier kein Krieg und keine Auseinandersetzung untereinander oder diese Beef-Nummer, die manchmal da gefahren wird, wie es so neudeutsch genannt wird. Dieses Wertschätzende, das funktioniert einfach so gut. Natürlich hatten wir auch andere Seiten in diesem Jahr, aber die kann ich so an einer Hand abzählen. Ne? Die guten Momente überwiegen da so viel mehr. Und die schönen Kommentare, die ihr drunter lasst, dadurch wird der Kanal einfach lebendig. Und dadurch, ich sage euch auch ganz ehrlich, das ist der Grund, warum ich das überhaupt mache. Ne? Das ist natürlich, jetzt braucht keiner erzählen, natürlich kommt da Geld zustande und natürlich ist das mittlerweile auch so, dass ich meine Hardware ganz entspannt davon kaufen kann, mal ein neues Mikro oder ich habe jetzt ein neues Keylight bestellt, das kommt alles so nach und nach und das ist alles aber irgendwie immer wieder dabei, wie gesagt, unglaublich cool. Was ist noch zu sagen, was ich euch noch zeigen wollte, ne? Also was hier auch ankommt, das sind so kleine Geschenke, ne? Ich habe hier so einen Hirsch in 3D, da sieht man natürlich, der spiegelt so ein bisschen. 3D-Druck bekommen eben, weil ich den auf allen Geräten irgendwie drauf habe, vom Real Senior Team zum Geburtstag. Auch eine richtig coole Nummer war das. Dann hier so eine selbstgenähte Karte, guckt euch das mal an, könnt ihr das sehen? Ist von Falk und Steffi vom LS Mapping Team. Macht die Steffi wohl auch selber mit die und da diesen Hirsch und herzlichen Glückwunsch. Das ist cool, auch wie gesagt, Hammer. Solche Sachen kommen dann auch und dann war auch ein Abonnent hier, der mir einfach eine komplette Kiste Hirschbräu vorbeigebracht hat. Auch ein schöner, ne? Haben wir schön im Haus gesessen, ein bisschen erzählt über den LS und das war irgendwie auch eine süße Nummer. Der hat mich angeschrieben und hat gesagt, ey, hast du nicht mal Lust, hier ist die Brauerei um die Ecke und dann komme ich mal rum. Ach, ist Hammer, ne? Also mit welchen Menschen man da zusammenkommt, muss man auch sagen. Also wir sollten uns vielleicht irgendeine Position wählen, bei der ihr auch wieder was seht, ne? So, wir machen das mal so. Ich kann ja mal die Punkte hier ausmachen. So. So, dann können wir uns das ein bisschen angucken hier. Teilweise. Also es gab auch Momente, muss ich auch sagen, die haben mich wirklich berührt. Und das sind so. Der erste war tatsächlich, als jemand aus meinem Team sagte, Mario, ich habe einen Fan von dir getroffen, das war der Peter, übrigens, ach, den habe ich übrigens vorhin vergessen. Peter hier an dieser Stelle, liebe Grüße. Der sagte, dann sagte er nachher, du weißt ja, ich arbeite am Wochenende in einem Hospiz ehrenamtlich und dann wurde mir schon echt, da kriegte ich schon so die. Ging mir schon der Hals so ein bisschen zu und es war tatsächlich so, dass dann ein Junge
Ich bin jetzt noch ein bisschen gerührt, wenn ich dran denke. Ja, der guckt, hat meine Videos immer geguckt und er hat immer gesagt, der Onkel Mario, der erzählt, also der erklärt das so schön und wie gesagt, 10 Jahre, ne, das darf man überhaupt nicht drüber nachdenken. Ja, und dann kam irgendwie so raus, dass der Geburtstag hatte und dann an seinem Geburtstag einen Stream von uns abends gucken durfte. Dann haben wir dann auch den im Stream das vorbereitet, sodass der so eine Tafel mit alles Gute zu deinem Geburtstag und haben natürlich auch den Namen draufgeschrieben. Und jetzt kommt das eigentlich Krasse. In der Nacht bekam ich noch eine Nachricht von den Eltern, über den Peter natürlich, und die haben geschrieben, dass sie seit langem mal wieder glücklich und zufrieden und sorgenlos für den Moment wenigstens nach Hause gekommen, weil sie wussten, dass ihr Kind glücklich war und sich gefreut hat. Ein 10-jähriges Kind. Und wir haben Landwirtschaftssimulator gespielt. Das darfst du einfach, das sind so Momente, die kannst du nicht fassen. Ne? Dass du spielst den Landwirtschaftssimulator und kannst einem kleinen Menschen, den es auch noch so hart getroffen hat, wenigstens ein bisschen Glück verschaffen und den Eltern auch. Ne? Also das können wir erreichen hier. Das sind selten Aufeinandertreffen, ohne Frage. Meistens spielen wir halt und machen halt ein bisschen Quatsch dabei, aber es gibt auch Ernstmomente und die machen das hier auch aus. Das zweite war diese Spendenaktion. Leute, da sind über 5.500. Ich rede kein Quatsch. Wir haben 5.500 Euro für die Aktion Hand des Kinderschutzbundes bei uns lokal in den Ortschaften zusammenbekommen. Da ging es darum, dass da kümmern sich ehrenamtlich Damen darum, dass alle Kinder, die da gemeldet sind, nicht ohne Weihnachtsgeschenk bleiben. Das ist kein Quatsch. Ich sage euch das nochmal. Es gibt Kinder, auch hier in Deutschland, bei uns in der Gegend, die keine Weihnachtsgeschenke bekommen, weil die Eltern sich das nicht leisten können. Warum auch immer. Eigenverschulden, Fremdverschulden, ist völlig egal. Oh, das mit dem Berg hier ist natürlich schön. Aber das ist für mich unvorstellbar. Jemand hat im Stream dazu gesagt, könnt ihr euch vorstellen, mal zu Weihnachten als Kind kein Geschenk bekommen zu haben? Und das waren so die Momente, wie gesagt, ich habe gedacht, ich hatte gehofft, dass so 150 Euro vielleicht zustande kommen, damit wir einfach noch ein paar Geschenke da finanzieren können. Und dann ist das so durch die Decke gegangen. Innerhalb von 3 Streamtagen oder 3 Wochen, in denen ich halt an 3 Tagen das gestreamt habe mit dieser Aktion, sind wirklich für über 5.500 Euro zustande gekommen. Nicht Lire, nicht Slotti, nicht sonst irgendwas, Euro. 5.500 Euro. Ich habe das gesehen, die ersten 2.500 Euro, da war ich ja schon völlig von den Sorgen, das war ja direkt dann nach dem ersten Abend, habe ich da an die Damen übergeben und auch die, ne, völlig geschockt, ich hatte denen ja erstmal so einen Umschlag gegeben mit 250 Euro. Habt ihr vielleicht im Video auch gesehen, ne, also wer das gesehen hat, und habe denen dann nochmal einen Umschlag mit 1250 oder 1000 Euro gegeben und dann nochmal einen mit 1250 Euro. Die waren völlig perplex. Das Schöne daran, das Geld ist ja nicht für die. Die Freundin, die hat sich gefreut einfach für die Kinder und für die Sorgen, die sie nicht mehr hat. Die hat ja davon gesprochen, dass sie Sorge hat. Wie kann sie die, kriegt sie die Geschenke alle zusammen? Und so ein paar Sachen, die füllen Kühlschränke. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die füllen tatsächlich Kühlschränke für Familien. Kann ich mir immer noch nicht vorstellen, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist, ja. Ne, da brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Es ist immer noch unvorstellbar, dass das wirklich ja, Hammer. Ich krieg da immer noch nicht die Tür zu, ne? Das ist so. Ja. Sei es drum. Also auch das eine urschöne Geschichte, die in diesem Jahr einfach vorgefallen ist und die auch wieder gezeigt hat, wie viel wir machen können. Und jetzt,
das war wirklich der Moment für mich, wo ich auch gesagt habe, okay, also ich habe dann vorher immer gesagt, wieso Mikroinfluencer, ne? Also Influencer hörte sich ja immer so, jemand beeinflussen hört sich so hart an, aber in dem Moment habe ich es angestoßen, das stimmt, aber wir haben was beeinflusst. Wir haben das Leben von vielen, vielen Familien verändert. Und ich habe ja gesagt, wenn wir nur ein Kind mit Glitzern in den Augen, also das Glitzern in die Augen bringen konnten, dann haben wir alles richtig gemacht. Und ich denke, dass es bei vielen Kindern der Fall gewesen ist, beziehungsweise heute der Fall sein wird, ne? Wenn die eben Geschenke unter dem Tannenbaum haben. Und das ist so der Moment, wo man auch sagt, bei allem, was wir hier so machen, ne, und alles, was so Spaß macht und Freude macht und bei denen auch Zuschauer, die dann mal über was meckern oder so, das ist alles hinfällig. Ohne Quatsch, da müsst ihr euch, macht euch keine Sorgen darüber, wenn auch mal jemand sich nicht gut äußert, das wird ignoriert oder wir sprechen mit den Leuten. Das hat ja auch schon gut funktioniert in dem Jahr. Wir hatten Streams, da haben wir mit Leuten gesprochen, da haben direkt geschrieben, ihr Idioten, was macht ihr da? Die ganze Zeit Holz fällen oder hier auf dem Feld rumfahren, wer macht das denn? Und da haben wir mit dem gesprochen. Dann haben wir nicht zurückgeschimpft, sondern haben gesagt, wie kommst du da drauf? Also was ist deine Intention, das hier zu sagen und uns, also mich zu beschimpfen, wenn du hier reinkommst? Und der hat mit uns gesprochen. Und dann konnten wir mit dem reden und der hat zum Schluss gesagt, hey cool, zu euch komme ich wieder, das macht ja Spaß hier. Also man kann durchaus auch Wertschätzung in die Welt bringen. Ne? Das, ja, auch das gehört irgendwie zu dieser ganzen YouTube und Stream und Twitch und Videoszenerie dazu. Also wenn ich an dieses Jahr denke, wirklich, das ist unglaublich. Ein Thema habe ich hier tatsächlich noch stehen. Ich bin ja in diesem Jahr unter anderem Giants-Partner geworden. Ne? Das habe ich diesen roten Button bekommen. Nennt sich so, das ist so eine Tafel. Auch cool, das schrauben die tatsächlich übrigens in Erlangen selber zusammen. Also persönlich schrauben die Dinger zusammen. Das ist schon eine richtig coole Nummer. Aber das ist der eine, da bin ich Partner. Da gibt es noch ein paar Punkte, also müsst ihr ein paar Sachen erfüllen. Bestimmte Kanalgröße haben und so, dann könnt ihr Partner werden. Könnt ihr im Partnerprogramm von Giants cool gemacht. Aber durch euch bin ich auch schon Bronzepartner dieses Jahr geworden. Und Bronzepartner haben halt so den Status, dass sie, ne, wie jetzt in dem Fall, ich dieses Jahr nach Erlangen fahren konnte, zum vorher aufnehmen. Wir bekommen DLCs vorher, so, also bezahlte DLCs bekommen wir vorher ein paar Tage, um die uns anzugucken, vorstellen zu können, Content damit zu machen. Für euch natürlich und das liegt rein an den Verkäufen, die ihr über den Link generiert. Also ich habe ja diese Partnerlinks und Affiliate-Links, da kommen auch ein paar Euro zustande, das ist nicht viel, die stecke ich eigentlich immer sofort wieder in Gewinn-Links, also ich kaufe dann von dem Geld Keys für euch und auch noch mehr Keys als das, was bei dem Geld zustande kommt, aber diese Benefits, die wir dadurch haben im Kanal, ne? Dass wir früher an DLCs rankommen, dass wir direkt einen Kanal natürlich auch haben, ne? Auch dieser Kontakt zum Lars und zum Chris von Giants, urcoole Nummer, das sind ganz, ganz liebe Kerle, die sich wirklich darum kümmern, dass wir auch beeinflussen können, mitmachen können. Das wird auch, werde ich euch auch sagen, im nächsten Jahr werdet ihr Sachen sehen, die wir mit gestaltet haben. Und das ist einfach eine ganz, ganz schöne Sache. Da an der Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße an Giants, speziell an Lars und an Chris natürlich für euren Einsatz, für die Community, für das Mitmachen. Ja, und da ist auch noch, also bei dieser Bronze-Mitgliedschaft kam, oder Bronze-Partnership kam tatsächlich noch was Cooles daraus. Ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Das ist die Switch. Die hat Giants mal dazugelegt, natürlich mit entsprechenden Spielen. Ne? Das ist der LS18 und LS20. Das sind die mobilen Versionen, die eben auf der Switch auch laufen. Aber passt mal auf, das ist eine Special Sonderedition Farming, also hier Giants Partnerprogramm Farming Simulator. Ihr seht also, Giants hat
ja, hat ein Gefühl dafür entwickelt, dass die Streamer, Influencer ist so ein blödes Wort irgendwie, aber dass die Partner irgendwie auch was mitbringen, was beeinflussen, was Gutes für das Spiel machen, mitmachen und machen dann, hauen dann sowas raus, ne? Als ich das ausgepackt habe, das war schon richtig cool. Also das hat schon ja, ist schon ein Zeichen. Dann kommt ein schönes Schreiben und das dazu liegt. Also Wertschätzung durchaus auch bei Giants. Da, was ja viele immer gesagt haben, ne? Keine Wertschätzung für die Streamer, für die Modder, für die Community. Da hat sich aber einiges getan. Auch gerade in diesem Jahr. Da ist einiges passiert. Das darf man so oder sollte man auf keinen Fall mehr so so hart sehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch mehr passiert. Und wenn wir genauso mitmachen, wenn wir da weiterhin dranbleiben und auch gute Ideen, Vorschläge mit reinreichen, immer mitmachen, dann wird das, denke ich, auch gesehen. Ne? Und das wird sicherlich es wird auch entsprechende Maßnahmen natürlich für die Modder geben. Ne? Es gab ja ganz viele Szenen dazu im letzten Jahr, als der LS19 rausgekommen ist. Beziehungsweise im vorletzten Jahr, muss man ja schon sagen. Und auch daraus lernt Giants natürlich für die Zukunft. Da bin ich ganz fest von überzeugt, dass das so läuft. Ich möchte einfach nur ein riesiges Dankeschön an alle aussprechen, die daran beteiligt sind. Das Team, die Modder, ne? Ganz liebe, liebe Grüße an alle Modder, die mit denen ich in Kontakt stehe, die so coole Mods machen, die immer wieder neue Ideen reinbringen, die helfen. Wie gesagt, unsere Partnerteams natürlich, unglaublich coole Nummer. Natürlich auch Dank an Giants, dass ihr uns das ermöglicht, das so mitzumachen. Danke natürlich auch an die, muss man sagen, an die großen Streamer. Ich habe immer noch allergrößten Respekt vor euch, was ihr da schon in den vergangenen Jahren erreicht habt. Ne? An Werner, Ansgar, Randy, Stefan, Prodi. Das hat schon so, so viel Spaß mit euch gemacht und ich freue mich auf viele Stunden auch noch mehr. Die Stappenbach war schon cool. Ich fand den Hof immer noch schön. Vielleicht baue ich den irgendwann nochmal nach. Wer weiß es. Obwohl, es gibt so viel cooles Neues. Man kann überhaupt gar nicht alles spielen, was man spielen möchte. Wundert euch nicht, dass ich hier jedes Mal den Abfahrer entlasse. Das liegt daran, dass der dass ich beim Kurseinfahren hier auch um den Kreisverkehr rumgefahren bin und der Kreisverkehr aber, ja, die bleiben da stehen. Und das war schon der zweite Kurs, den ich eingefahren habe. Deswegen muss ich mal diese Ecke hier umgehen. Alle anderen fahren eben mit Follow Me hinterher, ne? Von daher haben wir da kein Problem mit, ne? Da kommen sie alle angefahren. Können auch nochmal gucken hier. Viele haben mir gesagt, warum streamst du nicht öfter? Ich muss auch sagen, liebe Zuschauer, das ist natürlich, das macht mir urviel Spaß, das Streamen, aber jeden Abend ist das nichts für mich. Also ich habe auch so Abende, wo ich gerne alleine spiele, wo ich dann aufnehme. Das finde ich okay, ne? Auch dann mit euch also so interagieren und quatschen und Kommentare eingehen. Aber ich finde, das gehört auch dazu. Das möchte ich weitermachen. Der YouTube-Kanal mit seinen Videos ist für mich ganz wichtig. Ich möchte den so weiter betreiben. Ich werde kein reiner Streamer werden. Ich mache das immer wieder gerne mit euch. Aber nicht jeden Tag. Das ist mir dann zu viel. Zumal ich, ne, ich habe ja einen Job und Familie und Frau und Kind oder Kinder. Und den möchte ich natürlich auch gerecht werden. Und manchmal ist es dann abends so, dass ich dann lieber den Moment habe für mich und mein Spiel spiele und dann nehme ich aber total gerne für euch auf. Also das soll so bleiben. Und diese Mischung werde ich auch weiterhin aufrechterhalten. Das wird mal ein bisschen mehr Stream, ein bisschen weniger Stream, ein bisschen mehr Video sein. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr Mod-Vorstellung oder ein bisschen mehr Let's Play oder vielleicht auch mal wieder ein anderes Spiel dazwischen.
dass all das mit dem Hintergrund, das ist kein Job. Ne? Das ist, das macht mir Spaß. Ich möchte auch weiterhin Spaß daran haben. Und auch nur dann passt es auch, ne? Wenn es, wenn wir eben authentisch da zusammen Spaß haben können. Wenn ich anfange, was zu machen, weil das irgendwie mehr Geld bringt oder weil das erfolgreicher ist und ich da keine Freude dran habe, dann bringt mir das nichts. Und natürlich ist es so, dass ihr das trotzdem beeinflussen könnt, wenn das Projekt bei euch Freude bereitet, wenn ihr da viele Kommentare zulasst, wenn ihr viel schreibt, dann ist das erfolgreich und dann breche ich das nicht ab, weil ich gerade keine Lust mehr habe, sondern dann weiß ich nicht, dann macht mir das auch Spaß. Also das, mir macht das Spielen Spaß und mir macht es auch Spaß, wenn das gut funktioniert, wenn ihr da Spaß dran, wenn ihr mitmacht. Ne, dann, das kann mich schon auch antreiben, aber ich würde zum Beispiel kein Projekt durchspielen, wo ich sage, da habe ich gerade keine Lust zu. Im Moment pausiere ich Hof Hirschfeld. Werde ich wieder spielen, weiß ich. Aber ich habe hier das Russland-Projekt so als Alternative dazwischen gepackt und das macht auch urviel Spaß. Oh, coole Nummer eigentlich. Ja, das ist meine Freizeit, ne? Und da soll es mir Freude bereiten, dann macht mir auch sowas Spaß. Also ich, ohne Quatsch, ich finde die Trucks immer noch cool. Ich habe die letztes Jahr gebaut, da finde die immer noch richtig gut, aber ich sehe, also irgendwo seht ihr das auch? Irgendwo haben wir die verloren. Oh ja, du stehst hier. Okay. Ja. Das hat ein paar Mal jetzt schon gut gegangen, ne? Mal gucken, ob wir die anderen noch da hinterher kriegen. Oder ob das jetzt gelaufen ist. Dann würde ich den einfach auch auf den Kurs ansetzen. Das können wir, ne? Dann lassen wir die halt in zwei. Aber der steht da jetzt auch. Ach, die schubsen sich da gegenseitig weiter. Naja, das ist das mit der Automatisierung, ne? Schade, dass man bei Cosplay die Kurse nicht schieben kann wie bei Autodrive. Das wäre ja schon eine feine Sache, ne? Aber gut. Ich denke, wir steigen jetzt gleich nochmal in unseren Schlitten ein. Und dann würde ich sagen, können wir das hier auch beenden für heute, ne? Hier war es zu zwei, habt ihr gesehen. Ich habe schon eine eingefahren. So, dann fahrt ihr mal so weiter. Vielleicht schafft ihr das ja auch noch ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Ah, da sind jetzt aber irgendwie alle rumgekommen, oder? Hängt da noch einer? Na, ich glaube, das... Na, doch, einer paar hängt da noch. Naja, gut, komm. Meine Lieben, was habe ich noch nicht erzählt? Aber ich glaube, wir haben schon über ganz viel gesprochen. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Mit euch, mit neuen Projekten, mit vielleicht einem neuen LS. Obwohl wir viel vermissen werden, das kann ich euch schon sagen. Also ich weiß jetzt schon, dass wir ganz, ganz viel vermissen werden. Das ist einfach so. Die, auch eigentlich coole Bilder, ne, von den Trucks, die hier so rumfahren. Ich habe die Trucks erst da oben über die Serpentinen fahren lassen, aber das hat nicht funktioniert. Das war einfach zu eng. Also mit Automatisierung, da hätte ich wahrscheinlich noch mal länger einfahren müssen, ne, mit Autodrive oder so und dann die Kurse korrigieren müssen. Der Song sagt es. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ich werde natürlich noch weiter in Aufnahmen machen. Wir werden auch nochmal streamen. Und trotzdem für alle, die das nicht mitbekommen, ich wünsche euch schöne, besinnliche Tage, ruhige Tage. In der Zeit, jetzt macht es Sinn, einfach mal wieder zu sich zu kommen, mit seinen Lieben nochmal zusammenzukommen. Wir wissen nicht, wie das nächste Jahr weitergeht. Ich wünsche euch aber allen, dass ihr gesund bleibt. Und das ist das wichtigste Geschenk, glaube ich, was man euch machen kann. Gesundheit ist im Moment das größte Gut, das wir alle haben. Und ich hoffe, das bleibt auch bei allen so. Und dann kommt gut rein, ne? Ohne Böller, ohne Kracher. Aber liebe Leute, wir können trotzdem das Jahr mit Pauken und Trompeten begehen, oder? Können wir ein cooles 2021 machen, auch wenn keine Raketen das eingeläutet haben? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr meint, das geht und wenn ihr
Vorschläge habt, coole Sachen zu machen, wie kommen wir cool ins neue Jahr, schreibt es mir rein. Und dann bleibt mir wirklich nur noch euch von Herzen alles Gute für das nächste Jahr zu wünschen. Gesundheit, Erfolg in allem, was ihr machen möchtet. Für euch und eure Lieben natürlich. Ne? Alles rundherum, dass es soll wieder gut werden, wie es so schön heißt. Und wenn das mit Corona noch länger dauert, dann ist das so. Dann akzeptieren wir das. Wir lasst uns von den Kindern lernen. Für die ist das schon Routine geworden. Das ist vielleicht nicht das, was wir uns wünschen. Wenn es aber so ist, dann werden wir das akzeptieren, werden wir damit leben und werden auf andere Art Nähe finden. Ne? Hier, online, Streams. Auch da können wir über Emotionen sprechen, wertschätzen, miteinander umgehen. Das wünsche ich mir fürs nächste Jahr und euch jetzt aber wirklich. Alles Gute, bye bye und ade.